Und herzlich willkommen zurück zu Lost Ark. Ja, ich habe jetzt schon wieder 2 Tage nicht mehr mit diesen Char gespielt und weiß gerade gar nicht, wo wir dran sind, aber ich weiß, dass wir hier neben uns eine Quest haben, die wir weitermachen müssen. Und mit der beginnen wir dann auch gleich. Ich hoffe, dass man mich einigermaßen gut verstehen kann, weil meine Stimme ist zwischendurch irgendwie total im Eimer. Aber ich denke, das wird Das ist der einigermaßen gehen. Ort, an dem Owen die Grabräuber gesehen hat. Überquere die Brücke und folge dem Pfad durch das Dickicht nach Norden. Es kann gefährlich sein, sei also vorbereitet. Du hast nicht vor, zu Fuß dorthin zu reisen, oder? Es ist ziemlich weit weg, also reite besser zu Pferd. Wieso abschließen? Okay. Ja, ich habe jetzt eine Quest angenommen. Ich wollte gerade sagen, wieso den jetzt abschließen? Ihr verwirrt mich jetzt hier gerade total. Okay, der ist nicht verfügbar. Ich weiß auch gar nicht, warum ich jetzt eigentlich hier oben bin. Wie gesagt, ich habe jetzt schon eine Weile nicht mehr gespielt mit diesem Char. Ich bin jetzt mit dem privaten Char mehr als doppelt so groß wie mit dem Let's Play Char. Nur leider habe ich natürlich nicht immer die Möglichkeit aufzunehmen. Das heißt, wir werden jetzt hierhin reisen, werden aber vorher noch diesen Triporter hier freischalten. Okay. Es ist immer sehr nervig, wenn man die Karte direkt darüber hat. Falls ihr selber spielt und einen Tipp habt, wie man diese Karte hier, also diese Tab-Karte verschieben kann, falls das denn möglich ist, dann schreibt es mir doch bitte in die Kommentare, weil es ist doch sehr, sehr nervig, ehrlich gesagt, die immer so in der Mitte zu haben. Irgendwo hier, Ich da. habe da so ein Gefühl, irgendwo hier ist etwas versteckt. Ja, wahrscheinlich ein Schatz, aber ich habe keine Schatzkarten, glaube ich zumindest. Zumindest nicht, dass ich wüsste. Oh mein Gott, okay, wir gehen wieder in den nächsten. Ja, ich glaube, ja, Chaos Dungeon stand hier oben drüber. Und ich habe wieder alles vergessen, was auf welchen Tasten liegt. Ich habe wieder T so zwischendurch gespielt und werde wahrscheinlich immer nur 1 bis 5 drücken, wie ich mich kenne. Ah, wir probieren es trotzdem. Versuche das Versteck der Klauen. So, was ist das eigentlich? Ich sammle die Dinger immer ein. Ich habe aber keine Ahnung, was das ist. So, Versteck der Giftklauen. Untersuche. Sind wir jetzt da wirklich rein oder und sind wir jetzt doch versteckt der Giftklau? Irgendwie verstehe ich das nicht ganz, warum dann immer ein blaues und ein oranges ist. Das Orange ist natürlich die Hauptquest, die wir haben. So, hier müssen wir weiter. Ach, ich glaube, ich weiß, was jetzt kommt. Aha. Ich hätte auch durchlaufen können, oder? Alles wegen dem Kirchenkram. Der Boss wird uns köpfen, wenn wir diese Tafel nicht finden. Hoffe, es lohnt sich. Die Kolstalbande glaubt wohl, sie gefunden zu haben. Oh nein, ich will diese Belohnung. Wer ist da? Niemand. Offenbar gibt es eine Ratte, die uns belauscht. Nein. Du entkommst uns nicht lebend. Muss ich auch nicht. Ich muss euch nur töten. Wo ist er hin? Ach, ja! Mago hat es geschafft! Er hat die Ruinen gefunden, wo die Tafel im Kolschwald versteckt ist! Ich befahl meinen Männern, die Tafel zu holen. Du achtest vom Versteck. Was? Oh nein, ist das jetzt wirklich abgebrochen, nur weil ich jetzt hier rumgelaufen bin? Ich dachte, man könnte das bis zum Ende hören. Es tut mir leid, es tut mir leid.
Ich hatte das auch irgendwie schwieriger in Erinnerung, ehrlich gesagt. Aber mittlerweile weiß man ja auch, was man eigentlich machen muss und wo man hin muss. Und oh, ich muss hier komplett nach oben. Okay. Das weiß ich natürlich nie, wo ich hier hin muss auf der Karte. So. Die Viecher interessieren uns nicht. Da reiten wir mal dran vorbei. Genauso wie an den menschlichen Viechern. Also an den Räubern. Laufen die? Oder besser gesagt, wem laufen die hier eigentlich hinterher? Hi! Hallo! Wie geht's? Lass mich in Ruhe! Ich bin nur die Putzfrau. Der Anführer der Grabräuber schrieb, wir haben das Objekt im Kolchtal gefunden. Könnte es sich bei dem Objekt um die Steintafeln handeln, nach der du suchst? Bitte geh ins Kolchtal. Der Mönch Schudial ist ganz in der Nähe. Er könnte dir helfen. Ja, wo ist er denn? Wo ist er denn? Ach so, das Kolchtal ist hier rechts rum, wenn ich das richtig sehe. Die Grabräuber könnten sogar den Transporter zerstören. Oder? Kolchtal, genau. Und da oben und dann nach links. Okay. Haben wir auch schon rechts eine Rübe gefunden, allerdings mit dem Haupt. Willst du sagen, die Grabräuber suchen einen Teil der Tafel in der Kathedrale von Prideholm? Ich meinte natürlich mit dem privaten Schar, nicht dem Hauptschar. Vielleicht findest du bei den Grabräubern, wonach du suchst. Falls nicht, solltest du dich mit einem Zufluchtsverwalter Maidok unterhalten. Die Grabräuber führen in den Kolchruinen etwas im Schilde. Ja. Oh, die Viecher. Ich hasse sie, ich hasse sie, ich hasse sie. Ein ich rieche Honig. Woher kommt der Duft bloß? Ich weiß, dass es hier gefährlich ist, aber der Duft des Honigs war einfach zu verlockend. Ich rieche Honig. Woher kommt der Duft bloß? Ja, das ist schön für dich. Die Pferd... Sag mal, ich hallo, wieso bin ich jetzt hier? Woher kommt der Duft bloß? Was geht denn jetzt ab? Wer greift mich denn hier die ganze Zeit an? Was greifst du mich denn hier die ganze Zeit an? Also anscheinend du, ich weiß es ja nicht. Bist du hier der Boss oder was? Moment. Ich muss hier erstmal... Ach, geht mir nicht auf den Sack hier. Ich war hier gerade mitten in der Quest und ihr kommt hier einfach daher? Macht hier Blödsinn? So, jetzt lass mich in Ruhe. Ich will hier mal mit dem Questgeber sprechen. Mann, 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 Mann. So, also nochmal von vorne. Ich weiß, dass es hier gefährlich ist, aber der Duft des Honigs war einfach zu verlockend. Die Pferdedinger sind richtig wild. Ja, habe ich gerade gemerkt. Der Bienenstock ist doch gleich da. Sieh, wie der Honig aus ihm herausstrieft. Falls du gerade nicht zu beschäftigt bist, wärst du so nett und bringst mir Honig? Ich teile ihn auch mit dir. Klar, wenn ich was abkriege. Nein, okay, ich mag eigentlich keinen Honig. Ich rieche Honig. Woher kommt der Duft bloß? Also nicht mögen's falsch ausgedrückt. Es schmeckt ganz lecker, aber ich esse keinen. Ich wusste doch, dass ich richtig gerochen habe. Hm, das ist der beste Honig, den ich je gegessen habe. Okay. Von mir aus. Irgendwie deucht mich, dass wir hier gar nicht hin wollten. Wir wollen da oben zu eins, oder? Begib dich zum Schlupfwinkel, genau. Da wollen wir hin. Der Schlupfwinkel der Reisenden. Ach, das eine? Doch, das eine war aber doch der Boss, oder nicht? Der hatte so ein komisches Zeichen oben drüber. Der hat mich jetzt hier völlig überraschend angegriffen. Ich bin jetzt hier total Banane gewesen gerade. Nicht, dass ich das nicht sonst auch wäre. So. Die Ruinen im Kolchwald sind voller Gift. Klauen Grabräuber. Der Lärm vom berstenden Steinen erklingt schon seit geraumer Zeit. Sie sind offenbar sehr damit beschäftigt, die Städte zu zerstören. Was, wenn sie dabei auch die Tafel zerstören, nach der du suchst? Schau lieber mal nach dem Rechten.
Ich bringe sie einfach alle um. So. Dann nehmen wir noch eine andere Quest eben an. Jeder braucht Morgentau-Baumsprösslinge. Oh mein Gott. Aber niemand kann sie im Wald sammeln gehen. Selbst die fähigsten Kräuterkundler sind gegen die grauenvollen Grabräuber machtlos. Morgentau-Baumsprösslinge sind sehr gut für die Gesundheit. Willst du sie mal probieren? Nein, danke. Mir reicht es schon, dass ich den Namen nicht aussprechen kann. Wir müssen nach oben rechts wegen den Sprösslingen und etwas weiter nach oben für den Wald. Okay, dann machen wir das doch. Guten Tag. Ignorieren Sie mich einfach, ich bin die Putzfrau. So, okay, das ist schlecht. Das sind nämlich die. Wobei, die jetzt nicht hinterhergekommen sind. Noch nicht. Okay, schnell weiter. Die haben verstanden, dass ich hier Putzfrau bin. So, Kolschruinen betreten. Oh mein Gott, nein, will ich nicht. Aber müssen wir wohl. Ich kenne nichts Ätzenderes als Chaos Dungeons. Oh Gott. Okay. Überprüfe die alte Statue. Wahrscheinlich greifen sie mich jetzt von allen Seiten an. Ich habe es jetzt schon länger nicht mehr gemacht, hier diese Szene. Da ist sie. Sieh einer an. Scheint, als hätten wir Konkurrenz. Du gehst nirgendwo hin. Was ist das jetzt so? Schnappt sie euch, Jungs! Kuckuck. So falsch. Aua. Ist alles in Ordnung mit dir? Die Räuber sind hinter dem Tafelstück her? Was wollen sie damit? Scheint ein beliebtes Stück Stein zu sein. Ihr seid zu spät. Ich hab's dem Boss schon gegeben. Ihr kriegt es niemals von unserem Dämon. Ein Dämon also. Das hatte ich befürchtet. Der Fluch ist viel zu mächtig für einen Menschen. Los, wir müssen herausfinden, für wen diese Räuber arbeiten. Suchen wir nach dem Wächter der Kolschruinen. Vielleicht erfahren wir dort unser nächstes Ziel. Jawohl, Sir. Da bist du wieder, Andrea. Warum bist du mal weg, wenn ich hier irgendwo am Kämpfen bin? So, geht das aber nicht. So, jetzt müssen wir wieder nach unten reisen, um das abzugeben. Genau, komm du mir mal zu Fuß hinterher. Ich brauche einen Leibwächter. Lauf, lauf. Ihr nutzlosen Träger. Schau dir die delikaten Sprösslinge an. Die Ladung ist von ausgesucht hoher Qualität. Ja. Die giftklauen Grabräuber haben ihr Versteck an einem abgelegenen Ort am Pfad. Erteile den Grabräubern bitte eine deftige Lektion. Und ich glaube, ich hatte gerade ein Level ab. Das erschreckt mich immer wieder aufs Neue. Eine meiner Lieblingsfähigkeiten habe ich noch nicht freigeschaltet. Der hier ist übrigens auch nicht schlecht. Und den bin ich gerade am Ausprobieren auf dem privaten Account. Gut. Wir haben... Ging jetzt gleich der Jubel, Böje. Wie viele Punkte haben wir denn? 5 Stück?
Dann können wir ja theoretisch erstmal überall eins höher gehen. So, damit nämlich die Kleinen auch nicht vernachlässigt werden. So, beziehungsweise einen Punkt hatten wir, glaube ich, noch, oder? Moment. Achso, das erfordert aber zwei Punkte. Okay, dann hat sich das damit erledigt. Ja, untersuche die Höhle. Jetzt ist wieder alles so durchsichtig, dass ich nichts sehe. Unten drunter, okay. Dann reiten wir doch dahin. Ich reite zwar immer wie so eine Besoffene, das ist halt normal, wenn man keine vernünftige Steuerung hat. Oh, das hasse ich, das hasse ich. Ich will nicht so ein doofes Kurzzeit-Event machen. Ich will einfach nur hier zur Höhle. Ja. So, ich befürchte allerdings, dass das jetzt die Höhle war. Wie Quest fehlgeschlagen, hä? Ach so, das war das Blaue. Ja, ja. Ich befürchte allerdings, dass das die Höhle war, die doch sehr extrem krass war. Ich weiß nicht, ob ich das überhaupt alleine hinkriege, aber ich probiere es trotzdem mal. Oh je. Ich muss mich aber dann immer zwischendurch so ein bisschen aufladen am besten, weil ich nämlich sonst ein bisschen Panik habe, dass ich die Attacken... Also, dass ich mehr Attacken brauche und heftigere Attacken brauche, als ich eigentlich vorrätig habe in dem Moment. Da musste ich irgendwas kaputt machen, ne? Diese Dinger. So. Genau, die muss ich kaputt machen. Ja, ich weiß, normalerweise sollte man auch durchlaufen können, aber wie gesagt, ich weiß nicht, alleine habe ich das noch nicht gemacht und das war wirklich sehr heftig. Also hier weiß ich jetzt nicht, aber die anderen, ne, hier oben ist das. Die anderen Dungeons generell, die waren extremst heftig, deswegen bin ich da lieber etwas vorsichtig. So. Ja, bisher kommen wir ja noch. Nee, ich darf es nicht so laut sagen. Umleuchtet auch irgendwie was, aber da kann man, glaube ich, nichts machen. Nein, geh da hin. Ah, okay. Ich glaube, die muss ich erstmal kriegen. Hallo. Triffst du den Oma? Lalala. Kann ich in der Zeit meine Sachen aufladen? Ach, die sind. Nee, das eine ist noch nicht wieder aufgeladen. So, und natürlich mein Leben kann ich in der Zeit wieder aufladen. Wenn das ein bisschen länger dauert. So. Okay, jetzt kommt nämlich gleich der Boss. Der sollte eigentlich genau hier sein. Hallo, Boss? Hallo? Guten Tag? Wo bist du? So, genau. Irgendwie komme ich hier gerade viel einfacher durch, als mit dem Epi zu zweit, habe ich so das Gefühl. Ich will ja nichts zu laut sagen, aber... Also nicht wegen dem Epi, sondern weil es irgendwie gerade einfacher ist, habe ich so das Gefühl. Erhöht leicht die Angriffskraft, okay. Oh, nein, 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 ich wollte Rechtsklick machen.
Ich hoffe, du hast gute Neuigkeiten für mich, dir zuliebe. Ja, das Tafelstück. Hier. Das ist also der Schlüssel, um das Geheimnis der Arche freizulegen. Der Rest ist in dieser Kathedrale. Vielleicht ist es an der Zeit für meine eigene Pilgerreise. Der war, glaube ich, so heftig, aber ich bin mir gerade nicht sicher. Oh Gott. Heutzutage gibt es so viele Tafeljäger. Du bist zu spät. Die Dämonen haben bereits zugegriffen. Wenn der Dämon das Tafelstück hat, ist Pride Home in Gefahr. Wir müssen schnell zurück. Das ist richtig. Und ja, er war, glaube ich, nicht so heftig, wie ich ihn in Erinnerung hatte. Dafür gebe ich zu, dass ich das hier komplett vergessen hatte. Scheiße. Okay. So. Immerhin, besiege die Dämonen, die das Dorf angreifen, rette die Dorfbewohner und Neria aus der Taverne. Okay. Okay, jetzt muss ich nur mal gucken. Dorfbewohner waren immer so ein bisschen abseits, glaube ich. Was war das? Ich höre mal irgendwelche Klänge. Oh Gott, was ist mit dir? Oh, was ist mit euch? Hallo, wo ist meine Maus? Da! Hui! Ach, da oben sind Dorfbewohner. Achso, da ist noch einer. Oh, ich gucke hier so schön auf die Karte. Ja, so geht das doch nicht. Ich war jetzt gerade abgelenkt von der Karte, dass da oben alles diese blauen Dinger hier sind. Aber das ist nur, dass das brennt. Ach so, das ist bestimmt, wo die Dorfbewohner sind, oder? Ich weiß es nicht. Bisschen einzelner Nachläufer, habe ich so das Gefühl. Moment, hier sind die. Wie kriege ich das? Achso, das kann ich so wegmachen. Das war's. Zack. Gerne. Danke. Kein Problem. Wir zerstören einfach mal die Sachen vom Dorf. So, genau, dann sind das nämlich die Dorfbewohner und die Dämonen kann ich quasi so nebenbei... Du darfst doch gerne weiterlaufen. So, habe ich kein Problem mit. Okay, das war's nicht. Können wir das denn kaputt machen? Wo kommen wir denn hier durch? Ach so, ach, ich bin so doof. Ja, ich laufe wieder zurück, obwohl ich doch auf der Karte sehe, dass ich da hoch muss. Jetzt wollte ich die armen Dorfbewohner retten. Dachte, so bin ich schneller da, aber nein.
So muss ich halt doppelt laufen. Okay. So, raus mit euch. Die Dämonen haben angegriffen! Ja, ich weiß. Ich muss mich anklicken, wenn das Ding im Weg ist. Wenn man nicht so... Ich kümmere mich doch schon drum. Mann. Eure Rettung ist hier. So, Dämonen. Guten Tag. Oh. Haut ihr mich hier einfach? Hallo? So nicht. So. Hier gibt's auch nochmal auf die Fresse. Kann ich jetzt hier mal weitermachen, um die Dorfbewohner zu retten? Danke. So, raus mit dir. Danke. Gerne. Raus. Varuth ist noch in der Kathedrale. Ja, ich weiß. Dämonen! Ja, genau. Das sind die, die euch angegriffen haben. Nicht ich. Eine Dämonin bin ich nur mit meinem anderen Char. Aber nicht mit dem hier. Oh. Viel noch? Ach, oh, geht's noch? Nee, Moment, hä? Ach, hier drin waren die, glaube ich, ne? Auch noch den Mond. Hallo? Nein, mach das weg. Oh. Danke. Die Dämonen haben angegriffen. Nee, echt? Boah. Leute. Das sind ja immer die gleichen Sprüche hier. So, wo sind die Feiglinge? Ich glaube, da muss ich nochmal rein. Kann das sein? Hallo? Geht's noch? Ich war euch gerade am Bekämpfen. Ich einfach wieder danke. Raus. Was? Bin ich noch betrunken? Ich gehe auch mal raus. Ah nee, ich muss glaube ich da oben noch mal hin, oder? Um einen zu retten. Kann das sein? Dann gehe ich da noch mal hin. Ach ja, sie ist das. Okay, hi. Ich wusste, du würdest kommen. Na klar. Folgt mir in die Freiheit. Oh, oder auch nicht. Ups, jetzt habe ich eine Redia angezündet. So, noch jemand von euch Drecksgeilen hier oder kann ich jetzt mal zum Boss? Ihr seid doch alles nur Fußvolk. Oh, so. Das ist nicht nur Fußvolk. Der hat mich jetzt erschreckt.
War das jetzt noch so ein Nachzügler hier? Komm ich denn da jetzt durch? Achso. In der Kathedrale. Schnell! Ja, ja, ja. Pater Varut! Ich muss ja erstmal hier durch. Ich verbrenne ja sonst noch. Ich will ja die Dämonen verbrennen, nicht selber verbrennen. Überhaupt nicht. Normalerweise sind sie doch hoch. Oh shit. Ja, lass mich weder ausweichen noch springen noch sonst irgendetwas. Oh, komm, komm, komm. Lauf. Heil dich. Heil dich. Boah, aber ich glaube, so viele Heiltränke wie heute alleine habe ich beim letzten Mal nicht verballert. Oh, ich wollte eigentlich hier oben rum, aber ich sehe gerade, das ist der falsche Weg. Oh. Okay, Rainer. Was steht auf der Tafel? Ich frage nicht nochmal. Ich habe einem Dämon nichts zu sagen. Oh, du wirst mir viel erzählen, alter Mann. Sieh her. Varut! Mehr Opfer. Endlich! Ein Priester mit Kampfgeist. Ich bin dran. Für das, was du ihnen angetan hast, wirst du bezahlen! Diese Macht. Du bist ein Delane. Interessant. Leider muss ich jetzt gehen. Aber keine Sorge. Wir sehen uns wieder. Armel, du hast diese Macht erneut eingesetzt. Ich weiß, ich hatte keine Wahl. Je öfter du sie einsetzt, desto mehr wirst du von der Dunkelheit verzehrt werden. Ich werde es nicht wieder tun. Lass es mich erklären. Ich bin ein Delane. Ein Produkt von Mensch und Dämon. Doch die Tafel ist gerade viel wichtiger. Sie ist sicher. So auch ihre Geheimnisse. Dank euch. Diese Tafel, nun vervollständigt, beschreibt den geheimen Standort der sagenhaften Arche von König Luterra. Ja, und das war doch ein 1A-Fight wie von Harry Potter. Potter gegen Voldemort. Bleib ein paar Tage im Dorf. Ich werde dir mitteilen, was ich aus der Tafel erfahren habe, wenn die Lage hier stabiler ist. Du musst dich eh etwas ausruhen und deine Wunden versorgen. Was habe ich getan, ihr Götter? Geht es dir gut? Mir geht es gut. Tut mir leid, wenn ich dich überrascht habe.
Guten Morgen. Na, gut geschlafen? Du wirst in der Kathedrale erwartet. Von Pater Varuth persönlich. Ja, aber so oder so kann ich mich gerade nicht sehen. So oder so ist das jetzt hier gerade der perfekte Moment, in dem ich mal einen Cut machen werde. Weil wir sind ziemlich lange jetzt mit der Folge dran gewesen. Und ja, der Dungeon war doch etwas länger, als ich jetzt in Erinnerung hatte. Deswegen würde ich sagen, wir machen hier erstmal einen kleinen Break in dieser Folge. Und den Rest sehen wir dann in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.